In der Weimarer Republik, das ist in der queeren Community, glaube ich, überall bekannt, gab es solche Listen. Da gab es diese Homolisten, die von der Polizei geführt worden sind, wo queere Menschen einfach draufgeschrieben worden sind, weil sie vielleicht oder angeblich oder auf jeden Fall homosexuell sind. Jeder weiß, dass 1933 aus diesen Listen Rosa-Listen geworden sind, die dann diesen Menschen wirklich zum Verhängnis geworden sind. Es hat einen Grund, warum queere Menschen ein Problem damit haben, extra auf Listen aufgeführt zu werden. Und dass dann die Kirche daherkommt und so ein eigenes Kirchenbuch macht, um Homolisten zu führen, ist etwas, was einfach, also absurd ist. Läuft? Also ich laufe. Die läuft auch. Ich laufe aus, Mann. Okay. Ich will Hallo sagen. Du möchtest Hallo Nein, sagen. Sag du Hallo. Herzlich willkommen bei uns an der Bar. Steffi darf direkt den zweiten Satz sagen. Heute ist es nämlich so, ich bin total traurig, weil alle meine Hochzeitspaare für 2020 abgesagt haben, aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Aber wir holen das alles nächstes Jahr nach. Bist du wirklich traurig, dass du weniger Baiser-Traumbräute hast? Und ja, ich mag Trauben. Man lernt ja seine Gemeinde auch voll gut kennen und so. Okay. Ja, also Trauben sind schon sehr anstrengend, aber ich lerne alle kennen und das finde ich gut. Wenn ihr dann alle im nächsten Jahr kommt und unbedingt heiraten wollt, wäre es ja gut, wenn ihr dieses Jahr nutzt, euer Wissen aufzubessern, damit dann im nächsten Jahr bei der kirchlichen Trauung einfach alles völlig reibungslos läuft und ihr genau Bescheid wisst. Deswegen herzlich willkommen zur ersten Traufahrschule. Und los geht's. Machst du am Ende auch so eine Prüfung, dass jeder am Ende so eine Prüfung ablegen muss, um so einen Führerschein dann zu bekommen? Das machen die ja dann im zuständigen Pfarramt. Alles klar, okay. So. Wie fangen wir an? Erstmal muss man ja wissen, was ist eigentlich die kirchliche Trauung? Denn so im Allgemeinen sagt man ja, heiratest du auch kirchlich oder heiratest du nur auf dem Standesamt? Und das ist eigentlich schon falsch, weil eigentlich heiratet man nämlich in der Kirche nicht. Tatsächlich ist das, was eigentlich in der Kirche geschieht, keine echte Trauung. Denn geheiratet habt ihr vorher auf dem Standesamt. Deswegen ist es bis heute der evangelischen Kirche auch wichtig, dass ihr vorher auf dem Standesamt wart. Und im Gottesdienst selber geschieht dann eigentlich nur noch Dank dafür. Dank an Gott, dass er euch beide zusammengeführt hat. Und dann natürlich auch die Bitte an Gott, dass er euch begleitet. Denn so eine Ehe kann schon mal auch ganz schön hart sein, wie jede zwischenmenschliche Beziehung. Und manchmal hilft es, wenn man weiß, man wird auch noch begleitet. Also das Wichtigste, wir halten fest, ihr heiratet nicht nochmal in der Kirche. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ihr heiratet standesamtlich vor der Kirchentür, damit ist das abgehakt. Danach kommt ihr in den Gottesdienst und sagt nur noch Dank und lasst euch segnen. Warum haben wir dann aber zwei Sachen? Ja, bis 1875 war es so, dass man auch noch in der Kirche einfach heiraten konnte. Also dass dann eben genau, da fiel das Standesamtliche weg. Genau, dass man einfach eine Zivilehe. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, also dass dem Staat da auch viel Kontrolle und so entgangen ist. Und dementsprechend hat da staatlicherseits wurde das Recht eingeführt, Zivilehen sind verboten. Es geht nur noch auf dem Standesamt. Wir halten fest, ihr heiratet auf dem Standesamt. Anders geht das nicht in Deutschland. Wir reden hier heute auch nur für die evangelische Kirche Deutschlands, ne? Also ja. In der Schweiz und Österreich kann es schon wieder ein bisschen anders aussehen. So, das heißt, was müssen Sie als erstes tun? Wenn Sie kirchlich dann den getraut werden wollen. Getraut werden wollen. Also ihr merkt, wir haben der richtige kirchenrechtliche Begriff wäre dann eigentlich Gottesdienst anlässlich einer bürgerlichen Eheschließung. Also wenn ihr das aber getan habt und ihr wollt dann trotzdem noch in die Kirche, was immer wunderschön ist, dann ruft ihr beim zuständigen Pfarramt an und sagt, hallo, wir sind so und so und heißen so und so und wollen heiraten. Anmeldung beim zuständigen Pfarramt. Meine Dorfis wissen, wer ihre Pastorin ist und wo ihr Kirchturm ist und wer für sie zuständig ist. In der Stadt sieht es oft ein bisschen anders aus. Der Clemens wird euch hier eine Nummer einblenden, nämlich die vom Servicetelefon. Wenn ihr die anruft, die werden euch garantiert weiterhelfen, zu welcher Kirchengemeinde ihr überhaupt gehört. So, das haben wir geklärt. Aber es kann jetzt auch sein, dass ihr gar keinen Bock habt, in Eime zu heiraten, sondern sagt, boah, ich will auf, was ist denn, ich will in Hannover an der Marktkirche heiraten oder im Berliner Dom. Dann müsst ihr euch an die Kirche wenden, aber meistens fällt dann eine Gebühr an. Das sagen wir jetzt auch schon mal, weil die meisten Paare dann total so, Gebühr, ich zahle doch Kirchensteuern. Wenn ihr in einer anderen Kirche heiratet, die nicht für euch zuständig ist, könnten Gebühren anfallen. Und ihr müsst meistens eure Pastorin oder Pastor mitbringen, weil manche Kirchen sind total beliebt. Ihr könnt euch vorstellen, alle wollen in Eime heiraten, kann ich total verstehen. Aber ich kann ja jede Woche irgendjemanden anderen trauen, der mir gar nicht zugeteilt ist. Das heißt, ihr dürft alle in Eime heiraten, wunderschöne Dorfkirche, aber müsst vielleicht gegebenenfalls, wenn ich keine Zeit habe, euren, eure Pastoren einfach selber mitbringen.
Und jetzt in der Fahrschule, kurzer Exkurs, wir biegen links zu den Queeren ab. Genau, dieser Exkurs ist wahrscheinlich gar nicht so kurz. Also, wenn ihr queer seid, im kirchlichen Sprech, wenn ihr gleichgeschlechtlich liebend seid, dann ist das nicht so einfach. Dann solltet ihr vorher einmal auf diese Karte gucken und gucken, in welchem dieser Gebiete in Deutschland ihr lebt. Gehört ihr zu dem grünen Teil? Ganz hervorragend, dann gilt das, was wir erzählt haben. Gehört ihr zu dem gelben Teil? Dann tut es sehr leid. Offiziell ist das, was ihr von eurer Kirche dort bekommen könnt, leider keine Trauung. Gehört ihr zu diesem kleinen weißen Fleck, der da mit Schaumburg-Lippe bezeichnet ist, dann fahrt doch einfach ein kleines Stückchen weiter nach Hannover oder Westfalen oder nach Lippe, denn dort wird es gar nichts für euch geben. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass ihr in Württemberg lebt, dann habt ihr nochmal einen Extrafall. Also schaut euch diese Karte auf jeden Fall vorher einmal an, das ist ganz entscheidend für euch. Denn was ist in den gelben Teilen? In den gelben Teilen, das ist total gemein, dass du mich das fragst, weil eigentlich, so habe ich das Gefühl, hat das auch die Kirchenleitung ja noch nicht so ganz verstanden. Ja. Also wie wir am Anfang sagten, wir heiraten nicht in der Kirche, sondern wir bitten noch um den Segen. Und der gelbe Teil bietet an eine Segnung. Aber das ist nicht zu verwechseln mit dem Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung. Also ich habe selber nicht so verstanden, was der Unterschied ist. Wahrscheinlich muss man dann auch in die schlauen Papiere gucken, die Kirchen so rausgeben. Die veröffentlichen zu allem, was sie so tun, immer ganz, ganz umfangreiche Papiere. Und zum Beispiel einer dieser gelben Flecken ist ja die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern. Und die haben nun gesagt, nein, keine Hochzeit bei uns für queere Personen. Die haben stattdessen eine Handreichung zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern herausgegeben, wo sie ganz ausführlich erzählen, was so geht und was nicht geht. Und wo sie auch nochmal ganz deutlich machen, also heiraten bei uns. Allerdings bieten sie trotzdem eine öffentliche Segnung an. Und wie skurril das ist, es erscheint schon Beispiel in diesem Papier selber. Da heißt es, aus evangelischer Sicht gibt es keinen theologischen Unterschied zwischen der Trauung eines heterosexuellen Paares und der Segnung eines homosexuellen Paares. Es gibt keinen Unterschied. Dann blätter doch mal weiter. Ja. Eine Seite wohlgemerkt nur weiter. Dann heißt es nämlich, am begrifflichen Unterschied zwischen Trauung und Segnung soll festgehalten werden. Die besondere biblische Bedeutung der heterosexuellen Ehe kann dadurch zum Ausdruck kommen. Also aus evangelischer Sicht gibt es keinen Unterschied, aber wir halten fest an einem Unterschied. Total logisch. Bayern, wir sollten noch mal kurz so ein Stoppschild, sollte jetzt hier kommen. Es ist auch total lustig, dass ganz wichtig ist, dass ihr trotzdem vorher geheiratet habt. Ihr seid also ein Ehepaar, wenn ihr in die Kirche kommt. Aber das Wort Ehepaar darf dann nicht fallen in diesem Gottesdienst. Ganz, ganz wichtig, weil es hier eigentlich nicht um den Ehebund geht, sondern nur um eine Segnung eines gleichgeschlechtlichen Paares. Das ist dann auch ganz lustig. Deswegen gibt es dann zum Beispiel auch kein Eheversprechen, sondern natürlich ein Treueversprechen. Ich glaube, das ist auch gerade bei gleichgeschlechtlich Liebenden total wichtig, dass sie sich die Treue versprechen, weil wir wissen ja, dass die eigentlich viel promiskuitiver sind und so. Ja, aber ich finde, da sollten wir mal die Bayern jetzt in Ruhe lassen und mal einen Blick nach Württemberg machen. denn das ist unsere Highlight-Landeskirche. Wir hätten eine Folge nur über die Handreichung der württembergischen Landeskirche zur gleichgeschlechtlichen Eheschließung machen können. Ja, Württemberg, das seht ihr ja auch auf der Karte, ist ein Sonderfall. Württemberg ist einen ganz eigenen Weg gegangen. Das gelb-weiß Schraffierte. Württemberg hat auch festgestellt, dass das ja eigentlich überhaupt gar keine Ehe ist. Nun haben sie aber natürlich ein Problem, weil es gibt nun mal die Ehepaare, die gleichgeschlechtlich sind, rein staatlich gesehen. Und das führt sie natürlich vor einem großen Problem, weil sie sich ja damit trotzdem auseinandersetzen müssen. Deswegen haben die auch ein ganz eigenes Formular entwickelt, in dem die sich selbst überlegt haben, wie machen wir das nur aus? Und haben dann eine Art von Gottesdienst entwickelt, in der es aber heißt, die Gottesdienstliturgie zeichnet sich dadurch aus, dass der Gottesdienst nicht dem Paar gilt, sondern den beiden Individuen. Das heißt also, ihr habt geheiratet, dann kommt ihr in den Gottesdienst. Es darf aber auch nicht erwähnt werden, dass ihr ein Paar seid. Und ihr zählt auch nicht als Paar in diesem Gottesdienst, sondern einfach als zwei Menschen.
Und um das deutlich zu machen, was ist denn dabei? Oder was segnen wir denn da? Ja, oh, das ist ganz wunderschön. Das ist zum Beispiel auch das Versprechen, was ihr dann abgebt vor der Kirche. Da heißt es dann, das Versprechen entspricht insoweit dem bei der Konfirmation und bei der Taufe eines Kindes. Also, ihr gebt euch kein Eheversprechen, sondern ihr versprecht, als einzelner Mensch in Gottes Verheißung zu leben. Das heißt, ich werde demnächst, wenn ich 20 Menschen konfirmiere, das ist dann quasi, kann ich auch sagen, oder ihr heiratet heute gleichgeschlechtlich. Nein, ihr heiratet ja nicht. Ach nee, ihr werdet, aber das ist doch... Doch, doch, das ist auf jeden Fall ganz richtig, denn was inhaltlich gemeint ist, kann dem Paar und der Gemeinde ja an anderer Stelle schon bekannt gegeben werden. Dementsprechend gibt es dann auch keine Ringübergabe an der Stelle. Es gibt keine Ringübergabe? Na, die kann an anderer Stelle erfolgen, aber auf keinen Fall darf die an so einer Stelle erfolgen, an der man dann denken könnte, da wird jetzt was verbunden. Weil da kommen zwar zwei Menschen, die vorher heiraten mussten, um das kriegen zu dürfen, die dann aber auf keinen Fall als verheiratet betitelt werden dürfen. Aber ich darf sie mir schon auf den Finger tragen in Württemberg. Ja, ich glaube, das oder ist tatsächlich... Oder wie so ein Rapper an der Kette. Dann legt man sich so eine Kette um und da ist so ein Ring und da steht dann so Fett Ellen drauf. Ja, ich glaube, das wäre sogar tatsächlich erlaubt. Aber die feierliche Kettenübergabe. Deswegen ist es auch wichtig, zum Beispiel in Württemberg werden dann natürlich echte Ehepaare, also die württembergische Kirche für echte Ehepaare hält, die werden dann auch gesegnet beim Händeauflegen. Wenn ihr jetzt ein queeres Paar seid, seid ihr ja eh nur einfach zwei Individuen. Und dann müsst ihr euch hinknien, damit der klar wird, das ist ein Segen wie bei der Konfirmation. Echte Ehepaare stehen bei dem Segen. Aber das darf ja nicht verwechselt werden, es ist ja der Konfirmationssegen. Aber ich lasse meine richtigen Ehepaare auch immer knien, wenn das... Ja, aber das ist in Württemberg anders. Ach so. Echte Ehepaare stehen in Württemberg zum Segen. Ah, na dann haben wir doch mal einen Vorteil für die Queeren. Ich finde Segen mit Knien irgendwie aufregender. Und dann wird hier auch nochmal ganz klar gesagt, die beiden Menschen werden individuell gesegnet. Analog zum Konfirmationssegen. Und die Formulierung ist traditionell, da es sich um eine Individualsegnung handelt. Okay, aber warum komme ich denn dann als Paar dahin? Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Und ich auch nicht, warum man dann trotzdem vorher rechtlich geheiratet haben muss auf dem Standesamt. Stimmt, weil ich könnte doch dann in Württemberg... Also, liebe queere Leute, Württemberg scheint die einzige Kirche zu sein, wo ihr einfach so in die Kirche kommen könnt, weil ihr werdet individuell gesegnet. Genau, Individualsegnungen sind einfach möglich, es sei denn, man will diese Individualsegnung haben. Ich frage mich auch, warum jemand diesen Analogkäse haben wollen würde. Aber wenn man diesen Analogkäse haben will, dann muss man vorher geheiratet haben. Okay. Und warum ist es jetzt schraffiert? Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu den ganzen Gelben, wo man ja sich auch nur segnen lassen darf? Da wird die Beziehung gesegnet. Ah, und deswegen da wird keine Ehe gesegnet, das auf gar keinen Fall. Aber da darf ja nicht mal eine Beziehung der beiden erwähnt werden. Die Beziehung muss vorher geschlossen, aber darf dann nicht erwähnt werden und deswegen wird auch wie bei der Konfirmation gesegnet. Und noch dazu darf das in Württemberg auch nur in einem Viertel aller Gemeinden geschehen. Wie in einem Viertel? Es dürfen nur ein Viertel aller Gemeinden in Württemberg sagen, wir wollen das überhaupt. Und da sitzt jetzt jemand, der macht 1, 2, 3, 4, yep, 1, 2, 3, 4, yep, oder wie läuft das? Ja, so ungefähr. Man weiß ja, wie viele Gemeinden es in Württemberg gibt und die Zahl hat man ja und davon dürfen eben nur ein Viertel das beschließen, wir wollen diesen Analogkäse umsetzen. Also ja, wir haben Corona, aber es ist wirklich so, dass wir Pastoren mehr zu tun haben, als sonntags Gottesdienste zu feiern, nämlich ein Viertel aller landeskirchlichen Gemeinden rauszusuchen, dass man da sich Individualsegnung abholen kann. Okay, das war unser kleiner Exkurs. Aber was man auch noch sagen muss, alle grünen Landeskirchen heißt noch lange nicht, dass alle Pastoren da auch mitmachen. Ja, das müssen wir auch ganz klar sagen. Das muss man auch noch sagen. Ich finde, was halt vor allem diese Gelben überhaupt nicht akzeptiert oder verstanden haben, ist zum Beispiel, immer wenn ein Paar heiratet, wird es natürlich auch ins Kirchenbuch eingetragen. Also in das Buch, wo später Ahnenforscher auch mal reingucken können und wo noch in 300, 400 Jahren nachzulesen ist, wer wann wo geheiratet hat. Und nun gibt es natürlich, dürfen in diesen gelben Flecken, dürfen sich auch
queere Paare nicht in dieses echte Kirchenbuch eintragen, sondern da gibt es sowas wie Verzeichnisse für partnerschaftliche Segnungen. Auch da fehlt nur noch, dass sie so einen Regenbogen drauf machen, dass es auch ersichtlich ist. Ja, ich finde auch die Farbe schon gar nicht so schlecht gewählt, denn auch da fehlt natürlich jedes Gespür dafür. In der Weimarer Republik, das ist in der queeren Community, glaube ich, überall bekannt, gab es solche Listen. Da gab es diese Homolisten, die von der Polizei geführt worden sind, wo queere Menschen einfach draufgeschrieben worden sind, weil sie vielleicht oder angeblich oder auf jeden Fall homosexuell sind. Jeder weiß, dass 1933 aus diesen Listen Rosa-Listen geworden sind, die dann diesen Menschen wirklich zum Verhängnis geworden sind. Es hat einen Grund, warum queere Menschen ein Problem damit haben, extra auf Listen aufgeführt zu werden. Und dass dann die Kirche daherkommt und so ein eigenes Kirchenbuch macht, um Homolisten zu führen, ist etwas, was einfach also absurd ist und mit dem seelsorgerlichen Auftrag auch überhaupt nicht mehr in Verbindung stehen kann. Genau, und jetzt wisst ihr auch aus dem Grund, weil das war auch eine meistgestellte Frage, warum Ellen und ich nie kirchlich geheiratet haben. A, weil wir wissen, dass das in vielen Landeskirchen eine Mogelpackung war. Jetzt ändert sich das ja, wie man im Norden sieht, aber weil wir auf keinen Fall in so einem Heftchen Buch Extraliste geführt werden wollten. Ist uns zum Glück auch entgangen hier in Hannover, in der Hannoverschen Landeskirche. Mittlerweile kein Problem. Natürlich dürfen wir heiraten. Richtig heiraten. So, jetzt haben wir die ganzen Formalitäten geklärt. Pastor, Pastorin kommt zu euch nach Hause, wenn ihr euch erfolgreich angemeldet habt. Das ist immer Steffis Lieblingspunkt. Also ich sage einfach ganz deutlich, wenn sie kommt, es gibt keine Prüfung. Ihr müsst nichts auswendig Nein, wissen. Nein, es ist keine Prüfung. Jetzt kommt hier aber eine Fahrschulprüfung. Eine Frage, der Pastor, die Pastorin kommt. Was mache ich? A, ich fahre ein fettes Buffet auf. B, ich sperre auf jeden Fall alle Kinder, die nerven, irgendwo weg. C, ich putze die ganze Bude, damit dich Pastor, Pastorin wohlfühlt. Und C, ich bleibe einfach voll locker und gechillt, denn die Pastorin, der Pastor will euch einfach nur kennenlernen. Dein zweites C wäre dann die richtige Antwort. Denn Ach so, natürlich ich habe A, B, C, 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 D. Kommt Pastor, Pastorin einfach deswegen bei euch vorbei, um euch kurz kennenzulernen, um eure Geschichte zu erfahren, damit es in diesem Traugottesdienst, der dann stattfindet, auch wirklich um euch geht. Das ist keine 0815-Trauung, in der es einfach nur prinzipiell darum geht, oh, wie schön, zwei Liebende, sondern es geht um euch, um eure Geschichte und um das, was euch ausmacht. Das ist auch eine der schönsten Dinge bei einer kirchlichen Trauung. Genau, ich komme, weil ich euch kennenlernen will. Und deswegen ist es auch okay, wenn eure Kinder da rumlaufen, die ihr natürlich nicht habt, weil ihr jungfräulich in die Ehe geht. Aber ja, ein Glas Wasser vielleicht mit Sprudel reicht völlig. Kaffee ist auch cool, wenn es nicht gerade 20 Uhr ist. Und ansonsten einfach kein Stress. Es ist egal, ob das Wohnzimmersofa ist oder ein Esstisch oder wo auch immer. Und die Atmosphäre muss einfach stimmen. Ihr müsst euch öffnen, das wäre eigentlich ganz gut. Dann stimmt die Atmo und dann nur kann eine Hochzeit auch gelingen, wenn wir ein gutes Verhältnis zueinander aufbauen. Und dann kommt eben alles, was mit diesem Gottesdienst zu tun hat. Also eine der Fragen, die uns immer wieder gestellt werden, ist, das liebe ich an den Bräuten, ich möchte ja so gerne von meinem Papa zum Altar geführt werden. Was sagst Sie tut du jetzt so ironisch, also Ellen ist die Erste, die da irgendwo hingeführt wird. Ja, wahrscheinlich nicht von meinem Papa. Nee, aber also... Der Einzug ist Hollywood nachempfunden. Das Normale ist, dass das Ehepaar sich an der Kirchentür mit dem Pastor der Pastoren trifft. Da ist es überhaupt nicht üblich, dass da der Brautvater die Braut einführt. Das habt ihr in irgendwelchen Filmen gesehen und so langsam schwappt es immer mehr hierüber. Aber das ist nicht das Richtige. Warum? Was ist denn Beigeschmack? Naja, also eigentlich geht es bei dieser Zeremonie nämlich darum, dass die Braut natürlich die unbefleckte Ware, deswegen auch das weiße Kleid, weil sie nicht kaputt ist, dass sie dementsprechend den Besitzer wechselt, vom Vater an den neuen Bräutigam. Und das ist natürlich das Sinnbild, was dahinter steht. Und ja, man kann das anders füllen. Deswegen wäre es auch bei uns kein Problem, wenn ihr das haben wollt und damit etwas biografisches Eigenes verbindet, könnt ihr das haben. Aber das ist natürlich nicht so das klassische Geschehen. Genau, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt ein Kind aus erster Ehe. Auch das kann die Braut zum Altar führen und vielleicht noch mit dabei sein ein Stück weit. Oder? Aber schön wäre es trotzdem, wenn ihr euch auch kurz mal Gedanken darüber macht, was der andere Part, also die zweite Braut oder der Bräutigam in dieser Zeit so machen und inwiefern die überhaupt auftauchen. Das sind alles so Fragen. Alles kann, nichts muss.
Und auch das hängt ganz stark vom individuellen Geistlichen, der das dann alles macht, ab. Das heißt nicht, dass nur weil wir das erlauben, das alle erlauben. Darf man sich küssen dann im Gottesdienst? Auch der Kuss steht nicht in der Agenda, aber jeder Pastor, jede Pastorin findet irgendeine Möglichkeit, das einzubauen. Manch einer, sehr klassisch konservativ, will auch das nicht und lehnt das ab. Und das zu Recht, es ist nicht in der Agenda festgeschrieben. Ob das zu Recht ist oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber auch das entscheidet der Geistliche vor Ort. Also was so Liedzettel angeht, Blumenschmuck oder was diesen Kram angeht, das entscheidet ihr alles vor Ort. Das ist vollkommen unterschiedlich. Sollte es wirklich so sein, dass ihr mit dem Pastor, der Pastorin vor Ort nicht übereinkommt bei irgendetwas, dann ist es durchaus möglich, auch woanders zu heiraten. Das ist, ihr seid frei in eurer Entscheidung, in welcher Kirche ihr denn heiraten wollt. Von daher fühlt euch dann nicht irgendwie unter Druck gesetzt oder so. Normalerweise sind die Menschen in unserem Berufsstand aber durchaus in der Lage, auf die Bedürfnisse von Menschen zu reagieren. Ja, und auch wenn nicht, dann haben die trotzdem auch ihre Argumente und es ist für sie schwer, über ihren Schatten zu springen, weil eben eine Trauung für sie immer noch eine Segnung ist, um den Kreis zu schließen und eben kein Hollywood-Kitsch mit Knutschen und Reintanz und... Aber dieser Hollywood-Kitsch ist so schön. Ja, aber eben nicht für alle. Aber für viele. Aber nicht für alle Pastoren. Ja, aber die heiraten ja auch nicht. Ihr seht, das ist eine viel diskutierte Frage. Ja, warum auch immer noch. So viel jedenfalls dazu. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann wisst ihr das natürlich. Einfach unten in die Box. Wenn ihr demnächst heiraten wollt oder im nächsten Jahr heiraten wollt, dann fragt uns einfach. Wir stehen gerne bereit. Ja, und wenn ihr irgendwie an jemanden geratet, der Queere nicht segnen möchte, dann wendet euch noch mal viel mehr an uns. Wir helfen euch da zu vermitteln. Genau. Also, dann, das war's für heute. Lasst einen Like da, kommentiert. Stellt uns eure Fragen. Wir sind mindestens 2 Stunden und beantworten hier all eure Hochzeitsfragen. Und zum Dank lasst ein Abo da. Wir würden uns freuen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.